Schönen guten Abend. Heute digitale Bürgersprechstunde. Mit dabei Marcel. Hallo. Wie immer Marcel Schmidt, der die Fragen nicht beantwortet, sondern vorliest. Wir haben uns eh mal überlegt, es andersrum zu machen. Also wir würden heute gerne Fragen an Sie richten und dass Sie uns die beantworten, was die Stadt Altenburg angeht. Marcel, was haben wir da vorbereitet? Ja, ganz viele Fragen. Nee, Spaß. Spaß beiseite. Genau. Ich habe mir aber mal gesagt, wir erreichen in letzter Zeit auch ziemlich viel und man muss mal über die 3, 4 positiven Dinge sprechen, die in letzter Zeit über den Sommer, ja auch über die Sommerpause, wir haben uns lange nicht gesehen in diesem Format, was so alles in Altenburg, im Altenburger Land und um uns herum passiert. Und da ist ja zum einen zu nennen, und ich bin fast jedes Wochenende mal, laufe ich vorbei oder bin dort am kleinen Festplatz. Das ist absolut faszinierend, wie der Platz angenommen wird, wie vor allem das Thema tatsächlich alle Generationen, also dort spielt der Opa mit dem Enkel das Tischtennis und hinten eine Volleyballmannschaft, wo schon andere anstehen und warten, dass dann mal eine Pause ist, dass sie spielen können. Basketball, die Klettergeräte, also es ist phänomenal, wie es wirklich angenommen wird. Bisher auch ohne nennenswerten Vandalismus oder Zerstörungen, also auch das ist ganz toll. Wir versuchen natürlich auch, ihn sauber zu halten, also definitiv durchweg eine Erfolgsgeschichte bisher. Wir werden auch noch ein paar Ergänzungen machen. Es wird an dem Thema Licht noch gearbeitet. Abends dann, wir stellen noch 2 weitere Tischtennisplatten auf. Auch noch ein paar andere Dinge, die zur Sauberkeit beitragen. Also wir machen dort natürlich auch weiter. Unser Schloss, wir haben es geschafft, dass unser Schlossensemble mit in dem Antrag des Thüringer Ministeriums mit aufgeht, was der Weltkulturerbeantrag bei der UNESCO ist, sind wir 1 von 9 Objekten in Thüringen, ist auch Thüringen übergreifend mit Coburg mit dabei. Und wenn das gelingt, ist es ein weiterer Schritt neben dem Thema Stiftung, an dem wir ja auch arbeiten, das Schloss in eine Stiftung zu bekommen, dass irgendwann die Möglichkeit besteht, dass wir unsere Aufgaben nicht richtig erfüllen können, das Schloss auch zu sanieren. Wir haben in Altenburg eine Menge andere Themen zu erledigen. Da können wir bei den Schulen und Straßen anfangen und bestimmt bei vielem weitermachen. Also das ist eine erfreuliche Geschichte. Wir haben ab nächsten Jahr, spätestens Sommer, denke ich, eine ganz große Fontäne mit im Teichareal stehen. Die Fontäne, wer sich noch an das Bild erinnert, Altenburg 230, und da ist, wer sich es mal genau anschaut, wer auch mal das Bild irgendwo findet, auf der Internetseite oder so, ist hier ein kleiner Wal mit einer Fontäne. Also genau das war der Plan, dass wir auch in diesem Teichareal eine Fontäne wieder hinbekommen. Gleich vorweg, ja, es gibt ganz, ganz viele andere Themen in Altenburg, aber das sind Fördermittel. Deswegen hat Herr Ramelow letztes Wochenende auch den Scheck mitgebracht für die Fördermittel. Die gehen auch nicht für was anderes auszugeben oder für ein anderes Thema. Das ist nach viel Kampf gelungen, diese Zusage zu bekommen. Und wer den Plan kennt, wie wir den Teich entwickeln wollen, bis hin mal zu einer Landesgartenschau, dann ist das halt ein Baustein, der neben großen Festplatz, kleinen Festplatz, Verweil, zurück zur Natur, bei der Hellwiese und all den Themen eine Ergänzung ist. Also im nächsten Jahr circa 25 bis 28 Meter hoch, 7 Seitenstrahler, wenn man will, beleuchtet. Also das wird eine wirklich gigantische Fontäne, die dem Ganzen einen würdigen Anblick dort vorne verleiht. Die Lager selbst, wir haben unsere Bewerbung einstimmig im Stadtrat auf den Weg geschickt. 27 Millionen wird sie mal kosten. 7,5 Millionen wären unsere Kosten, die sogenannten Eigenmittel, die wir geplant haben, als Kredit zu nehmen. Wir leben in einer Kreditzeit, Niedrigzinsphase, wo meiner Meinung nach das mehr als vertretbar ist. Wir haben als Stadt selbst dann insgesamt im Jahr 2028 eine Kreditverschuldung in Höhe von ungefähr 23 Millionen bis 25 Millionen, was für eine Stadt wie Altenburg bei auch der Pro-Kopf-Verschuldung, was ja so ein Maßstab ist, ob man da richtig unterwegs ist oder nicht, vertretbar und akzeptierbar ist. Und deswegen ist es auch die Lager für uns möglich, ohne jetzt andere Projekte stillstehen lassen zu müssen. Also auch das einstimmig. Also man kann sagen, die letzten Monate sind für Altenburg durchweg erfolgreich gewesen. Wir haben im letzten Stadtrat auch ein Thema beschlossen, das ist nicht ganz so eine gute Nachricht für jedermann. Wir sind bei den Trinkwasser- und Abwasserpreisen wieder auf das Niveau von 2013. Wir hatten schon mal diesen Trinkwasserpreis zwischen 2013
2008, 9, 10 bis 2013, 14. Und zwischendrin waren wir mal abgesunken, konnte der Preis niedriger gehalten werden und jetzt sind wir wieder auf dem Niveau ab 2023, dann wieder auf dem Niveau von 2013 zurück. Aber auch hier ist uns gelungen, dass wir nicht teurer werden, als wir schon mal waren, sondern dass wir den Preis in dieser Region halten konnten. So viel von mir. Ihre Fragen können starten. Ja, sind schon Fragen eingegangen. Gleich mal zwei Fragen von Heinz Frank Petersen. Ja, die eine Frage ist, und zwar in der Ahornstraße 33. Der Fußweg ist eine Katastrophe, ob da was gemacht werden kann. Und die zweite Frage, ob in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt stattfindet. Fangen wir hinten an. Der Weihnachtsmarkt, sofern es nach momentanem Stand geht, findet statt. Wir saßen auch schon mit den Händlern zusammen. Wir haben die Konzepte besprochen. Wir wollen auch Programm machen. Wir haben so oder so die ein oder andere Idee. Also der Weihnachtsmarkt ist nach Stand jetzt geplant. Weiß auch nicht, ob wir beim Baum schon fündig geworden sind. Wir hatten ja nochmal aufgefordert nach so einer Tanne. Weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber der Weihnachtsmarkt findet nach Stand jetzt statt. Sollten sich kurz vorher Dinge entwickeln, die es nicht möglich machen, dann ist es halt so. Ich gehe davon aus, wir haben einen Weihnachtsmarkt dieses Jahr. Ahornstraße 33, ich habe jetzt keine Verordnung, dort gibt es Fußwege, die gehören nicht zu uns, die gehören zu der Gesellschaft oder zu dem Verwalter, dem das Haus gehört. Es gibt dort aber auch Fußwege von der Stadt. Das Beste ist, sie setzen sich morgen mal nochmal mit uns separat mit einem Foto und der Adresse, wo das genau ist, in Verbindung, dass wenn wir zuständig sind, dass wir es auch angehen können. Die nächste Frage ist von Florian Möbus. Er fragt, wissen Sie, was in Altenburg ein Corona-Schnelltest kostet? Nein. Ja. Ist aber, denke ich mal, auf diesen Seiten von den Testzentren. Ja, ich vermute, das Landratsamt hat ja die Seiten geschaltet oder die Informationen dazu. Also mal auf denen ihre Internetseite schauen, dort steht bestimmt was dazu. Manuela Mehlhorn fragt, ich möchte mal wieder nachfragen, ist denn schon mal ein Fortschritt zu sehen bei den weißen Flecken bezüglich Glasfaser hier im speziellen Sperlingsberg? Das ist ja auch ein Kreisthema. Die Telekom hat den Auftrag bekommen. Das ist auch im Kreistag beschlossen, die Vergabe. Die Telekom war auch schon bei uns, um die vertraglichen Dinge zu regeln, was wir zum Beispiel auch über die weißen Flecken hinaus machen wollen. Das ist im Gange. Die ersten Bagger wird man wahrscheinlich, glaube ich, nicht vor Ende 2022, Anfang 2023 sehen, weil die jetzt in der Planungsphase sind. Und meiner Meinung nach geht da Minimum noch ein Jahr rum. Der Steven Weiße fragt, guten Abend, meine Frage. Gegenüber der Commerzbank sind Parkplätze, der Parkautomat für diese Parkplätze ist aber gegenüber vom Fischladen versteckt. Besteht da nicht vielleicht die Möglichkeit, das etwas auszuschildern? Müsste man sich tatsächlich nochmal anschauen, wie da die... Wir schauen uns das mal an, ich habe jetzt die Situation nicht ganz im Kopf. Petra Herrmann fragt, wichtig wäre ja, sich schon im Vorfeld Gedanken zu machen, wie die Nachnutzung der gegebenenfalls Buga 8 angedacht wird. Sie meint sicherlich die Lager. Also die eins vorweg, wir müssen gewinnen. Die Lager ist ja jetzt in der Bewerbungsphase und wenn wir die Lager gewinnen, das erfahren wir, denke ich, circa im Mai 2022, dann ist die Konzeption, die wir gemacht haben, die ist übrigens komplett auf Nachhaltigkeit angelegt. Also schon das Konzept bewirbt sich nicht mit irgendwelchen angemieteten Ackerflächen, wo dann Blumen zu sehen sind. Nein, wir haben ja komplett die Innenstadt, den blauen Flutbereich, den Teichbereich, ein Stück bis vor zum Keplerplatz, ein Stück auch Schloss, Agnesgarten. Es ist alles auf Nachhaltigkeit angelegt. Es ist auch eine ganz besondere Konzeption und Bewerbung. Aber mit dem Gewinn, dann macht sich wirklich, es wird sich eine Gesellschaft gründen, die die Landesgartenschau bespielt. Wir werden die Dinge konkretisieren und dann geht es natürlich, also meiner Meinung nach, nur nach Nachhaltigkeit, dass man in 30 Jahren noch sagt, hier schaut mal, Altenburg hatte eine Landesgartenschau. Wir werden auch eine Sondersendung Landesgartenschau über dieses Format digital veranstalten. Ja. Und dann kann man ganz speziell dazu sich mal alles anschauen und die Fragen auch beantwortet bekommen. Brigitte Köhler fragt, seit Wochen ist der Fußweg in dem Buchenring am Containerplatz abgesperrt. Warum? Wann sieht man denn mal das, was gemacht wird?
Das können wir nur morgen nachliefern. Genau. Würde Marcel Schmidt morgen nochmal auf Sie zukommen. Michi Tolksdorf fragt, ob die Möglichkeit besteht, ein Netz oder Zaun am Basketballplatz am kleinen Festplatz anzubringen. Das ist eine sehr spannende Frage. Natürlich denkt man oft an sowas nicht. Ich habe schon ganz viele, aber manche ein Video zugespielt bekommen, wo dann eine Gruppe am Teich stand und den Ball gesucht hat. Wir sind uns der Problematik jetzt bewusst und müssen uns mal anschauen und überlegen, was einfache Wege wären, das Ball hinein in den Teich kullern zu lassen, zu verhindern. Ich sage jetzt mal noch kein Ballfangnetz zu. Wir schauen uns aber die Situation an und wie wir Dinge vielleicht verbessern können. Die nächste Frage ist von Carsten Pielos. Er fragt, er wollte mal nachfragen, was eigentlich mit den Beiträgen für die Hundesteuer passiert und für was sie ausgegeben werden. Sprich die Hundesteuer, die Einnahmen. Für alles die Aufgaben, die wir in der Stadt erfüllen. Die Hundesteuer ist ja eine Steuer, die nicht zweckgebunden ist, sondern sie dient im Grunde genommen der Regulierung der Anzahl der Hunde. Also man könnte jetzt auch die Steuer verdoppeln, weil man sagt, man will weniger Hunde irgendwo haben. Also es dient eher der Regulierung, als dass man jeden Hundesteuer-Euro für jetzt den Hund ausgeben sollte oder müsste. Die Steuer nehmen wir ein und nehmen sie für alle Aufgaben, die wir in der Stadt haben. Genau. Unter anderem auch für Hundewiesen. Fällt natürlich rein. Also wenn wir einen Zaun für eine Hundewiese setzen oder neu anlegen oder solche Pflege, Dinge machen, pflegen. Wir haben ja auch zahlreiche Papierkörbe mehr angeschafft. Und was viele unterschätzen, wir brauchen keine Hundetoiletten, weil jeder Papierkorb, der öffentliche Papierkorb der Stadt, für die Hundehinterlassenschaften verwendet werden kann. Also Sie können in jedem Papier, und ich würde mir wünschen, es tun viel mehr Leute, als sie es tun, jeden Hundehinterlassenschaft in unsere normalen Papierkörbe reinwerfen. Und die haben wir von der Anzahl her erhöht und sind auch immer noch dran, die Anzahl zu erhöhen und die Strecken zu erweitern. Also von daher dürfte dieses Thema Hundekot und Toilette auch kein Thema sein. Die nächste Frage ist von Dominik Kramer. Sie fragt, ob das Loch auf der Kreuzung Turnerstraße, Ecke Gerhardstraße geschlossen werden kann. Können wir nur weitergeben, dass es mit auf die Liste kommt. Wenn ein Loch in der Straße ist, sollten wir es schließen, oder? Ja. Sophie Rother schreibt, sie möchte einen Mängelmelder loben, dass sie alle Mängel, die sie jetzt gemeldet hat, wurden schnell behoben. Vielen Dank, ist auch mal gut zu hören. Können wir gleich einen Werbeblock einfügen, wie zum Beispiel auch mit so einem Fußweg, wenn da an der Ahornstraße 33, wenn Sie den Mängelmelder verwenden, ein Foto mit einer ordentlichen Beschreibung dazu, dann kann Ihnen auch zwischendrin, Sie müssen also gar nicht auf die digitale Bürgersprechstunde warten, dann den Mängelmelder nutzen und dann werden die Dinge auch schon auf den Weg gebracht. Ja. Werbeblock zu Ende. Ronny Terpe fragt, wann wird der Straßenausbau in der Rosa-Luxemburg-Straße weitergeführt oder beendet? Falls das so fertig sein sollte, hofft er, dass die Stadt das so nicht abgenommen hat. Das ist fertig, bleibt genau so für genau 2 Jahre. Wir haben diese Art der, ist ja keine Sanierung, ist ja eine im Endeffekt eine Schlaglochbeseitigung. Diese Variante versucht, sie ist für dort im Grunde genommen noch das Beste, was rausholbar war, weil auch der Untergrund, also unter der Straße selbst, sind noch DDR-Betonplatten und Wege. Also wenn, muss man diese Oberfläche dort richtig machen. Und da wir in 2 Jahren in die Straße hineingehen mit der EWA und WABA und wir dort Kanalbau machen, haben wir ja beschlossen, das ist ja relativ neu, dass wir nicht mehr nur irgendeinen Streifen zumachen, sondern die komplette Straßenbreite dann mit neuem Asphalt versehen. Und im Grunde genommen, weil wir in 2 Jahren dort komplett neu die Straßendecke machen, macht ein noch besseres und vor allem teureres Verfahren für die Straße gar keinen Sinn. Das, was jetzt ist, ist deutlich besser, als es vorher war, auch wenn lange nicht optimal, eher für den einen manchen einen gefühlt suboptimal, aber es ist deutlich besser als die Situation vorher und wir gehen dort in 2 Jahren mit einer kompletten Decke dann nach der Baustellenmaßnahme in die Oberfläche hinein, machen die neu und da macht alles Weitere, was noch mehr Geld gekostet hätte, gar keinen Sinn. Im Grunde
es ist besser als vorher, wir akzeptieren die Situation, wie sie ist und in 2-3 Jahren haben wir dort eine komplett sanierte Oberfläche. Die nächste Frage ist, ob es einen neuen Stand zum Osterlandsender gibt. Leider nein. Wir starten einen letzten Versuch, mit dem Eigentümer noch einen Weg zu finden. Das wird sich die nächsten Wochen zeigen, wie weit wir kommen. Sollten wir nicht weiterkommen, dann würde ich meine Aktivitäten auch erstmal für beendet erklären, weil das im Hintergrund sehr viel Zeit, Mühe kostet, ohne dass wir wirklich Einfluss darauf haben, da es ja jemand gehört und der mitmachen muss. Wir sind jetzt nochmal im Gespräch, haben nochmal einen Ansatz gefunden und entweder wir schaffen es in den nächsten Wochen zu einem Durchbruch zu kommen oder es ist erstmal von unserer Seite her keine Verbesserung in Sicht. Die Frances Zeising fragt, wie schaut es mit der Sanierung der Erich-Meter-Schule aus? Wann soll es losgehen? Denn bisher weiß noch keiner so richtig, wie, was, wo. Naja, das ist ein mehrerer Jahresprozess. Wir haben uns entschieden und die Mitteilung haben wir auch nur bekannt gegeben, dass wir nicht nur so teilweise sanieren, sondern nach dem Carolinum uns die Meterschule als nächste Sanierung, Komplettsanierung heranziehen. Das, wir sind jetzt in Gespräch, wir haben auch jetzt die Tage bald erst nochmal in Gespräch mit dem Schulamt, weil es geht ja auch um die Dinge, die dort ablaufen in der Schule. Wir sind mit den Lehrern selbst im Gespräch, sehr gute Gespräche, positive Gespräche, was auch die Schule angeht. Und wir gehen jetzt erstmal in die Planphase hinein. Wenn wir 1-2 Jahre in der Planphase, Fördermittel, all diese Themen und es wird mal angefangen in 2-3 Jahren zu bauen, dann dauert der Bau, die Sanierung nochmal 2-3 Jahre. Also vor 6/27 ist dort die Schule niemals saniert. Das war aber auch nie anders besprochen. Wir haben nur angekündigt, wir gehen wieder in eine Komplettsanierung, diesmal mit der Meterschule. Danach wird es dann in 6-7 Jahren wieder eine andere Schule werden können, weil mehr Kraft hat die Stadt Altenburg nicht, mehrere Schulen gleichzeitig zu sanieren. Aber das wird jetzt ein dauernder Prozess. Die nächste Frage ist von Angela Winkler. Sie fragt, was kommt nach Adler in der Spornstraße rein? Die Gespräche sind nicht so weit gedient, dass man jetzt darüber informieren könnte. Sprich, es ist im Hintergrund um Vertraulichkeit gebeten, weil auch keine Unterschriften noch nicht gesetzt sind. Und wir ja auch in dem Fall, wir sind nicht der Eigentümer des Gebäudes, auch nicht der Verwalter. Das machen andere und die sind im Hintergrund aber dran, einen Nachfolger zu finden. Und sobald wir von denen das Signal bekommen, dass man kommunizieren kann darüber, dann würden wir es auch tun. Der Chris Kahn schreibt, seit Wochen fehlt im Bereich Breitscheidstraße Richtung Wolfring ein Poller, der offenbar unrechtmäßig entfernt oder gestohlen wurde. Der Weg wird seitdem regelrecht als Rennstrecke verwendet. Trotz Meldung über den Mängelmelder wird sie sich bis heute augenscheinlich nicht darum gekümmert. Gerade zum Schutz der hauptsächlich alten Fußgänger und Kinder sollte dieser Mangel schnellstmöglich abgestellt werden. Das nehmen wir mit. Und wenn ich wir sage, meine ich Marcel. Genau. Hat sicherlich schon jemand auf dem Schirm, aber manchmal ist es dann... Wir fragen nach, wie der Stand ist. Christiane Weiner fragt, warum ist der Behindertenparkplatz auf dem unteren Teil der Nordstraße noch nicht mit einer Markierung auf der Straße versehen? Auch das muss man nochmal, genau. Nehmen wir mit. Kevin Schweiger fragt, kann man seitens der Stadt oder des Landkreises auf die TÜSAG einwirken und sanktionieren? Die werden immer unzuverlässiger, kommen immer mehr zu spät oder kommen meist gar nicht. Dies betrifft vor allem die Linie S, die den meisten Teil der Stadt bedient. Die TÜSAG ist ja eine Kreisgesellschaft, also man kann das über das Landratsamt steuern oder wir können das weitergeben, aber viel wichtiger wäre konkrete Angaben. Also wenn Sie sich das auch mal notieren, wenn der Bus, ich weiß nicht, die kommen ja alle 8 Minuten oder 10 Minuten, ich weiß gar nicht, wie da wirklich eine Verspätung in Minuten zu fassen ist, aber wenn Sie die konkreten zu spät kommen Dinge erfassen für sich, Zettel, Handy aufgeschrieben und dann auch mal melden, dann kann dem nachgegangen werden. Das Beste ist auch, Sie melden es direkt der TÜSAG selbst oder halt dem Landratsamt, aber eigentlich der TÜSAG selbst. Und dann wird sich das auch angeschaut. Im Grunde genommen ist uns noch nichts zu Ohren gekommen. Und wir haben ja so gesehen, wir haben ja das Verkehrskonzept ausgeschrieben, wo wir zur Vorbereitung auch eine Firma da hatten, die sich auch den ÖPNV angeschaut hat. Und wir sind mit vergleichbaren Städten weit, weit vorn, was Taktung, was Linien und was überhaupt den ÖPNV angeht.
Im Grunde genommen müsste man die TÜSAG sogar dafür, oder nicht die TÜSAG, den Kreis, er hält es ja vor, von seinen finanziellen Mitteln, mal ein Kompliment machen, was für eine Region wie das Altenburger Land für ein guter ÖPNV zur Verfügung steht. Aber wenn Sie konkrete solche Dinge haben, aufschreiben und der TÜSAG melden und dann kriegen Sie bestimmt auch Feedback. Nächste Frage ist von Birgit Tempel und sie sagt, zwischen Levi-Straße und bis zu Lidl, Kauerndorfer Allee, gibt es nicht einen Papierkorb. Das muss wirklich geändert werden. Können wir nur aufnehmen, es sollen ja nochmal welche. Also, da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Wir machen das ja, wir bauen ja mehr Papierkörbe auf. Ganz im Grunde genommen gibt es gar keinen Grund, so einen Papierkorb verwenden zu wollen. Sie können ja nur Dinge dabei haben, die Ihnen gehören. In Taschentuch, in von dem Schokoriegel ist Papier und. Dann steckt man es halt in die Tasche und schmeißt es zu Hause weg. Aber nichtsdestotrotz, da diese Logik nicht mehrheitsfähig ist, vermute ich mal, dass wir den Papierkörbe abbauen. Wir schauen uns das gerne an, wie weit dort die Entfernungen sind und ob wir handeln müssen. Und im Grunde genommen haben wir vor, ich glaube, 1,5, 2 Jahren die Bürgerschaft mal abgefragt, wo Papierkörbe noch hin können und sollten. Und vielleicht ist die Stelle ja auch mit notiert und wir werden tätig. Aber mein Appell, man muss es eigentlich gar nicht nutzen, indem man das in seine Tasche steckt und zu Hause wegwirft. Nächste Frage ist nochmal von der Frances Zeising. Sie fragt, Fußweg Gabelendstraße. Seit dem starken Regen ist dort gesperrt zwischen Blumenladen und Döner. Wann geht es dort voran? Wo nochmal? Fußweg Gabelendstraße. Können wir uns nur anschauen. Ja. Man muss auch dazu sagen, der Starkregen hat ja hat viele Schäden verursacht im Altenburger, im Altenburger Land. In Altenburg war ja auch ziemlich konzentriert auf Altenburg. Das ist nicht alles sofort abstellbar. Wir hatten von Thüringer Seite ja auch Hilfe in Aussicht gestellt bekommen, was die finanzielle Unterstützung angeht. Dort sind wir mittlerweile so weit, dass das wahrscheinlich nicht zustande kommt, dass wir das selber tragen müssen. Ist dann halt so, aber deswegen wird es die eine oder andere Stelle sich ein Stück hinziehen, bis wirklich jeder Schaden ganz am Ende repariert ist. Ja, Ronny Langrock fragt, ob diese Art der Sanierung, also wie in der Luxemburgstraße, ebenfalls in der Pappelstraße angewandt werden soll. Pappelstraße bekommt ja in 3 Abschnitten, haben wir ja auch reingenommen, die Straße, dass wir auch in Südosten, wir wollen ja dann auch nach Nord, in die Flak und alles, dort wird richtig die Oberfläche zumindest saniert, dort wird nicht dieses Verfahren verwendet. So, Heinz Frank Petersen fragt nochmal, am Wald das Stadion, das alte Stadion, wird da draus auch nochmal was gemacht oder vergammelt das? Ich finde, das Stadion, da kann man auch noch was rausholen. Das vergammelt nicht, das wird normal gewartet, steht zur Verfügung, den Vereinen, den Schulsport. Und wir sind ja dabei, eine Sportstättenkonzeption, entweder mit dem Kreis zusammen oder eine eigene oder so ein Misch erarbeiten. Und in dem Zuge wird auch irgendwann das Fördermittelpaket zur Verfügung stehen, wo Sportstätten vielleicht zu 90% oder 100% auch nochmal weiterentwickelt werden können. Und das nehmen wir uns an. Im Grunde genommen, der kleine Festplatz, die Spielplätze, die wir jetzt als Highlight-Spielplätze auch machen, es ist manches dann in der Stadt auch noch wichtiger als das Stadion, aber wir haben es auf dem Schirm mit der Sportstättenkonzeption, uns das Ganze anzuschauen, wie sind die Bedarfe und irgendwann in Fördermittelprogramm reinzurutschen, um das Stadion machen zu können. Wir haben aber ganz andere Aufgaben gerade vor der Brust mit Spielewelt, mit dem Teichbereich, mit der Landesgartenschau, mit dem Ernestinum, mit den Straßen, die wir jetzt angehen wollen. Also die Aufgaben sind in diesem Jahrzehnt mannigfaltig. Die nächste Frage ist von David Opitz. Ein Fußweg in der Zwickauer Straße, um alle Fußballfelder oder Stadien zu verbinden, sodass kein junger Fußballer auf der Straße laufen muss, wäre doch nicht so ein großer Aufwand, oder? Ist ein großer Aufwand, die Idee ist trotzdem gut. Ich überlege auch schon immer, wie man irgendwie dort die Fußwegebeziehung verbessern kann. Also die Idee ist ganz vortrefflich. Es ist aber doch nicht ganz so einfach wie gedacht, aber wir haben es mit auf dem Schirm. Heiner Meissner fragt, wann ist die Stadtverwaltung endlich barrierefrei? Ab 1.1. Dann eröffnen wir, wenn es so kommt und Gott es so will, eröffnen wir im Kornmarkt die
wo die Sparkasse mal drin war, in den beiden oberen Etagen. Und dort kann jeder Termin, der mit der Stadtverwaltung wahrgenommen werden, egal ob es mit dem Bauamt in der Neustadt ist oder andere, können dort drüben in extra dafür hergerichteten Beratungsräumen jeder Termin barrierefrei mit Fahrstuhl und ebenerdig erreicht werden. Und somit sind wir mit einem Schlag, deswegen haben wir das auch gemacht, diesen Umzug in den Kornmarkt. Das ist einer der Gründe, neben Verbesserungen, die Arbeitsplätze für Mitarbeiter, neben auch für uns eine Nähe. Und die Barrierefreiheit ist dann ab dann hergestellt. Die nächste Frage ist von Herrn Henry Espenhain, der möchte wissen, es hieß mal, die Feldstraße wird saniert seit vergangenem Jahr. Wie sind da jetzt so die Pläne? Die wird ja zum Teil dort, wo gebaut wird, wird die Oberfläche von uns mitgemacht. Wie jetzt genau der Zeitplan ist, kann ich nicht sagen. Sie kann nur noch nicht fertig sein, weil dort die Maßnahme ja noch nicht beendet ist und oder gar angefangen. Aber in den Zeitplan, das können Sie uns gerne nochmal, wenn Sie es genau interessiert, nochmal fragen. Aber das wird auf dem Abschnitt zumindest, wo saniert wird, also wo reingegangen wird in die Straße, dann mit die Oberfläche saniert. Ja. Ronny Teichert hat jetzt nochmal wegen DSL-Ausbau gefragt im Gründerviertel. Angeblich würde die Telekom sagen, es liegt an der Stadt Altenburg, dass es nicht vorangeht. Also kennen wir es jetzt nicht. Wenn das wirklich so ist, dann lassen Sie sich das nächste Mal den Bearbeiternamen mit dazu sagen und dann können wir das gerne mal besprechen. Wir haben mit dem Breitbandausbau, der vorgesehen ist über die Fördermittel und unseren Eigenanteil 500.000 Euro, die wir dem Kreis bezahlen, weil er den Auftrag vergibt, damit haben wir in der Auftragsabwicklung nichts zu tun. Wenn es jetzt um Gebiete geht, die nicht erfasst sind von dieser Maßnahme, sondern um andere Gebiete mit dem Ausbau, dann muss die Telekom wissen, ob sie es tut oder nicht tut und mit uns eine Vereinbarung fassen, die wiederum, das hat dann mit uns zu tun. Deswegen die Gemengelage ist etwas komplizierter. Alles das, was über den Breitbandausbau des Kreises und die Auftraggebung mit der Telekom läuft, hat mit uns im Grunde genommen sehr wenig zu tun und ist im Gange. Und wenn irgendwo Bandbreiten erhöht werden sollen, die nicht davon inbegriffen sind, ist es eine Entscheidung auch der Telekom, ob sie das dort verlegt oder nicht verlegt. Ja, dann nochmal ein kritischer Kommentar von Sven Schmidt. Er fragt, wann werden endlich mal die Straßen komplett saniert, das Unkraut beseitigt, der Müll entfernt, der Strom, Wasser, Gas billiger? Und warum will man den Sprungturm mit Alleinstellungsmerkmal im weiten Umkreis sinnloserweise abreißen? 80 Jahre war der sicher und nun auf einmal nicht mehr. Welche scheiß EU-Vorschriften kommen denn zu diesem Ergebnis? Da will die Stadt immer Besucher anziehen und gleichzeitig wird ein Kulturmagnet sinnlos entfernt. Hauptsache irgendwelchen Kunstmüll aufstellen. Die Fragestellung ist mir zu negativ und ich würde auf die Beantwortung verzichten. Aber Sie können gerne den Anlauf nochmal nehmen. Und dann helfen wir auch gerne weiter. Die nächste Frage ist und zwar zum Stand zum Altenburger Hof. Der Altenburger Hof ist ja auch im Eigentum eines Eigentümers sozusagen. Und die führen auch Gespräche mit Betreibern. Da gibt es mal Positives, mal da kam Corona, da hat sowieso kein Hotelbetreiber erstmal das Interesse. Also auch hier sind wir gespannt, ob es gelingt, ein vor allem in Richtung Landesgartenschau, Spiele, Erlebniswelt und all diese Themen, ein Hotel dort neu eröffnen, sehen zu können, sozusagen. Nina Müller fragt, wie sieht es mal aus mit einer Schlossweihnacht oder einem Weihnachtsmarkt auf dem Nikolaikirchhof? Das wäre super. Die Situation Weihnachtsmarkt ist die, dass wir für unsere Größe der Stadt mit dem, was wir als Weihnachtsmarkt haben, schon eine ganze Menge bieten. Das gefällt immer nicht jedem, das ist aber auch ganz normal, aber wir bieten ziemlich viel. Wenn wir jetzt an einem Wochenende noch zusätzlich auf den Nikolaikirchhof oder zusätzlich im Schloss, wo aber schon die Schlosseinfahrt die Hemmnisse auch größer macht, dann bauen wir eine Konkurrenz für unseren Weihnachtsmarkt auf, der vor allem am Wochenende sein Geld verdient. Unter der Woche, wenn dann vielleicht noch mit schlechtem Wetter die Händler gar nicht so gut verdienen, und wir würden dann am Wochenende noch an einer anderen Stelle einen Konkurrenzweihnachtsmarkt aufmachen,
dann lohnt es im Grunde genommen nicht, sich auf unseren Markt zu stellen und den Weihnachtsmarkt zu bespielen. Also wir sehen davon ab, im Schloss oder auf den Nikolaikirchhof oder woanders am Wochenende Konkurrenzveranstaltungen zu machen. Es gibt kleinere Städte, die mal nur an einem Wochenende einen Weihnachtsmarkt zum Beispiel auf einem Schloss machen. Das ist riesig erfolgreich, da kommen ganz viele Menschen, die haben dann aber nur die 3 Tage in den Weihnachtsmarkt. Wir haben uns entschieden, wir wollen die 4 Wochen darstellen und auch unter der Woche und somit wird es der Weihnachtsmarkt auf dem Markt sein. Marco Unnes fragt, es heißt ja immer, geh ins Licht, aber wo ist das Licht im Schmitzerpark? Man könnte sagen, wenn ich dort bin, dann dort, wo ich bin. Aber müssen wir uns anschauen, was ist jetzt gemeint? Sind dort Lampen kaputt, die nicht funktionieren oder wie ist es gemeint? Genau. Oder sind nochmal schreiben genau. Bitte, ob dort Lampen kaputt sind oder Jürgen, gar keine da oder ja. Wie es jetzt gemeint ist. Jürgen Rode fragt, werden bei den zukünftigen Sanierungen oder Instandsetzungen von Straßen und Plätzen auch Ladestationen für die Elektromobilität berücksichtigt? Zum Teil erarbeitet die EWA gerade ein Konzept mit uns gemeinsam, wo noch im öffentlichen Raum Ladesäulen installiert werden. Man muss dazu sagen, dass Ladesäulen und Ladeparkplätze und die Infrastruktur zu schaffen auch Parkplätze kostet, es weniger werden im Grunde genommen und ich es auch nicht als jetzt die Aufgabe der Stadt sehe. Also mit einem Benziner habe ich ja auch keine Tankstelle vor der Tür oder Zapfsäulen verteilt im öffentlichen Raum. Die müssen zur Tankstelle fahren und gut. Und irgendwann wird dieses Thema so sein, dass jeder Private, der in Haus baut und vermietet, solche Stellplätze haben wird, dass es in den Tiefgaragen üblich wird, dass die Tankstellen die Versorgung sicherstellen. Also wir werden nicht den öffentlichen Raum mit Elektrosäulen zupflastern. Im Grunde genommen ist es auch noch nicht rentierlich, aber es ist auch nicht die Aufgabe von Steuermitteln, das jetzt zu finanzieren. Es gibt keine Sonderförderprogramme, es müssten alles wir jetzt oder eine EWA vorfinanzieren, was sich dann ja auch wieder niederschlägt. Aber es gibt mehrere Standorte, die in den nächsten Jahren dazukommen. Und dann wird es mit der Vermischung, dass Eigentümer, Tiefgaragen, Parkplätze sich ausstatten, mehr werden und die Tankstellen werden mit Schnellladestationen nachkommen. Momentan ist ja auch so, dass man an so einer Säule in einer Stadt aufgestellt gleich mal 4 Stunden steht, wenn das Auto leer war. Die Schnellladesäulen an Tankstellen oder vielleicht auch in Tiefgaragen, wenn es dort andere Möglichkeiten mal gibt, dort geht das Ganze ja auch viel schneller. Aber wir sind an ein paar Standorten dran. Carsten Pilos fragt, wie lange ist das Theaterzelt noch auf dem Festplatz? Minimum bis Mitte nächsten Jahres. Aber im Theater sind ja gerade mit der Baustelle und mit noch ein paar Dingen, die sich verändern können, kann es auch sein, dass es etwas länger wird. Aber das steht noch nicht fest. Das kann im Theater noch keiner genau sagen. Dazu werden noch Untersuchungen gemacht. Aber geplant, ganz offiziell, ist im Grunde genommen in Mitte des nächsten Jahres. Uwe Rosenkranz fragt, warum werden die Sportplätze ums Stadion über den Winter geschlossen? Das kann ich wahrscheinlich auch eine Nutzungsfrage dann eher. Das wird, ob die ganz geschlossen sind, weiß ich auch gar nicht. Das müsste man jetzt nochmal eruieren. Wahrscheinlich werden sie aber auch nicht genutzt und das Aufhalten, wenn man im Winter mit Pflege, mit all den Dingen, aber das können wir nur, da würde Marcel mal in den Nachrichten morgen oder übermorgen die Tage mal nachschicken an Sie. Michael Kemm hat jetzt nochmal das Thema mit dem Hundekot auf, weil du gesagt hast, man soll es in öffentlichen Mülleimer entsorgen, die sind dafür gedacht. Und dann aber gesagt hat, dass man eigentlich gar keine bräuchte wegen privat. Und er hat gesagt, wo soll er denn da mit den, wenn das so wäre, mit den Hundekot hin? Aber dann ist es ja eigentlich auch so, dass er auch dein Privatmüll in dem Sinne. Im Grunde genommen hatte ich ja aber dazu gesagt, dass wir das dass es nie mehrheitsfähig ist und wir eher ja Papierkörbe erweitern. Genau. Also es sind ja seit Jahren erweitern wir die Papierkörbe, es sind mehr da. Und es kommen auch noch ein paar dazu und die können Sie alle nutzen. Also gar keine Sorge, das können Sie dort auch in Zukunft mit noch mehr Papierkörben als jetzt dastehen. Genau. Es war ja auch ein kleines Augenzwinkern dabei. Wir werden natürlich keine Papierkörbe abbauen. Genau. Heiner Meissner fragt, was passiert mit dem Einwohnermeldeamt, also sprich das Gebäude Johannesgraben 4, wenn die Stadt woanders hingeht? Schade um das Gebäude, wenn es leer wäre. Wir schreiben ein Konzeptverfahren, das haben wir in Leipzig gesehen, die schreiben für so Gebäude
aber auch für Grundstücke manchmal so Konzeptverfahren aus. Das heißt, es können sich Initiativen, Vereine, Vereinsbündelungen, also mehrere, die sich zusammentun, um so ein Gebäude bewerben mit einem Konzept dazu. Man kann dann auch im Grunde genommen nur auf Betriebskosten gehen, also Strom, Wasser und all diese Themen, ohne eine große Miete und es so schaffen, dass so ein Gebäude Leben bekommt, genutzt wird und vielleicht sogar einen Mehrwert für alle Bürger der Stadt hat. So ist es geplant und das Konzeptverfahren wird demnächst auch ausgeschrieben. Die nächste Frage ist von Steffen Priem. Er fragt, ist es möglich, vor dem Wintereinbruch alle Straßen mit Pflastersteinen zu kontrollieren? Speziell in der Berggasse und Torgasse sind die Steine stark ausgespült worden beim Starkregen. Erfahrungsgemäß sollte das noch vor dem Winter aufgefüllt werden. Ansonsten werden wieder die Steine durch Lieferwagen rausfliegen. Die Verfüllungen finden ja gerade statt. Also wir haben ja in vielen Straßen den schon zu sehen, dass das stattfindet. Ich würde denken, dass das in dem Rhythmus ganz normal begutachtet wird und dort, wo es notwendig ist, stattfindet. Aber wir geben den Hinweis nochmal weiter. Ramona Becko fragt, warum werden im Winter immer die Teiche abgelassen? Bei warmem Wetter stinken sie gen Himmel. Ich werde Ihnen jetzt keine biologisch und wasserrechtlich konforme Antwort geben können, aber ganz einfach gesagt ist die Verschlammung des großen Teiches verlangsamt, wenn im Winter Sauerstoff an den Boden rankommt und sich über gewisse biologische Prozesse ein Teil des Schlammes abbaut. Tun wir das nicht, wird eine Entschlammung des Teiches eher notwendig sein. Und dieses Entschlammen kostet mittlerweile, weil aufgrund vieler Bestimmungen das als Sondermüll zu werten ist, da ja auch von den Feldern ringsherum die Einträge alle mit in den Teich durch die blaue Flut ja auch hineinkommen, ist der Schlamm Sondermüll. Und ich habe mir mal ausrechnen lassen, ich glaube, es ging um ca. 1 Million Euro ungeförderte Kosten, wenn man den Teich entschlammt. Und um das zu verlängern, den Zeitraum, um gleich mal 10 Jahre, vielleicht sogar noch mehr Jahre später entschlammen zu müssen, gibt es im Winter das Ablassen und das Verringern des Schlamms. Die nächste Frage ist von Gunter Lorenz. Haben wir auch wieder verschiedene Zuständigkeiten. Im Kreisverkehr Windischleuber muss unbedingt das Unkraut beim Radweg beseitigt werden. Und dann müssten dann noch Löcher in der Schiller- und Goethestraße gestopft werden. Also das nehmen wir nur mit. Genau. Ist sowieso, ich bin ja fasziniert, wir sollten die digitale Bürgersprechstunde wieder alle 3 Wochen machen wahrscheinlich. Also die Anzahl an Fragen ist ja kolossal. Also von daher, aber danke fürs Teilnehmen. So, der Herr Henry Essenmann hat jetzt nochmal gesagt, wegen der Feldstraße. Er fragt deswegen, weil durch die Baumaßnahmen der Bahn sämtlicher Verkehr da durchgeht und die LKWs fahren alles kaputt. Ja. So, Nadine Gensch fragt, wie sieht es aus mit mehr Hundewiesen? Weil jetzt auf der bisherigen jetzt ein Zelt das blockiert, wobei das ja... Also wir haben eine Ersatzhundewiese, die wird auch wieder verlegt, weil wir ja die dort nur als Ersatz hatten, oben im Maschstall, beim Maschstall. Die kommt ja wahrscheinlich dort in der Nähe des Tennisplatzes hin und das ist dann unsere Eingezäunte, die wir haben. Ansonsten haben wir die ausgewiesenen Uneingezäunten und an der Anzahl wird sich nichts verändern. Die stehen ja alle zur Verfügung und die Hundewiese eingezäunt, die wird auch wieder deutlich besserer Qualität. Ja. Heinz Frank Petersen sagt oder hat die Meinung, er findet, dass die Stadt Altenburg oft Geld zum Fenster rausschmeißt. Da, wo was gemacht werden muss, da macht die Stadt nichts. Es müssen auch mehr Fahrzeuge auf der Straße rumfahren und mal rumgucken, wo was zu machen ist. Wir haben in 3 Jahren wieder Kommunalwahl. Einfach mal auf so eine Liste drauf, einer Partei oder irgendwie sich zusammen organisieren und parteilos und dann sich das im Stadtrat mal anschauen. Ich glaube, dass keiner der Stadträte da draußen Geld verschwendet. Die Entscheidungen, die wir treffen, treffen ja 637 Mann, OB plus Stadtrat. Ist alles sehr miteinander abgewogen. Wir sind eine arme Stadt, daran können wir arbeiten. Deswegen der Weg des Tourismus, des Industriegebietes, welches wir gerade forcieren, um dort zur Ansiedlung zu kommen. Aber hier verschwendet im Grunde genommen keiner Geld. Es ist einfach zu wenig da. Das hat auch was mit kommunaler Finanzausstattung der Städte zu tun, was eine landespolitische Aufgabe ist. Auch da soll es gerade Bewegung geben, dass den Kommunen mehr Geld zur Verfügung steht. Aber eins können Sie mir glauben, dass die 36 Stadträte und der Oberbürgermeister kein Geld zum Fenster rauswerfen.
Der Herr Marco Ohnes hat jetzt nochmal geschrieben, dass im Schmitzer Park gibt es keine Laternen. Also dann ja wahrscheinlich noch nie. Ja. Ja, gut. Also nehmen wir das als Hinweis auf, dass Sie sich vorstellen könnten, dort gäbe es Licht. Ist ja auch so ein Thema Lichtverschmutzung, Lichtsatzungen und macht man mehr Licht, macht man weniger. Aber wir nehmen es als Hinweis einfach mal mit. Uwe Rosengart hat jetzt nochmal geschrieben, hier wegen diesen Sportplätzen. Also sie werden genutzt im Winter, aber halt er darf da nicht, muss auf andere Sportplätze, Kunstrasen Nord, ausweichen. Ja, aber das können wir jetzt erstmal an der Stelle nicht klären. Isabel Müller fragt, ob diese 3G-Regelung auch für das Theaterzelt gilt. Sie erreicht dort leider keinen. Das Theaterzelt hat eine eigene Konzeption. Da bitte ich auch, dann doch nochmal zu versuchen, die zu erreichen. Also 2G wird dort auf keinen Fall angewendet. Dort ist ja jetzt so, dass man mit Maske, ich besuche ja auch das Theater, im Schachbrettverfahren, also sprich, man sitzt, ein Platz ist belegt, einer frei, einer belegt. Auch wenn man als Paar hingeht, hat man zwischen sich einen Platz frei, für die einen vielleicht ganz angenehm, für die anderen ungewohnt. Aber auf jeden Fall geht man mit Maske bis zum Platz, setzt sich hin, kann die Maske abnehmen und sitzt dort im Schachbrettverfahren. Aber für ganz genaues Wissen bitte das Theater selbst kontaktieren. Ja. Björn Steine gefragt, wie stehen Sie zur Diskussion um die Rückerstattung der Kreisumlage an die kreisangehörigen Kommunen zu kurz vor Kassenschluss und gleichzeitig mit der Ankündigung der Erhöhung derselben 2022? Ja, wie stehe ich dazu? Also Geld zu bekommen ist, was heißt bekommen? Im Grunde genommen ist aufgrund von Effekten im Kreishaushalt aus dem Bund im Kreishaushalt zu viel Kreisumlage eingezahlt. Und die bekommen wir jetzt zurück. Der Effekt war nicht wesentlich eher darstellbar, wird jetzt über Nachtragshaushalt korrigiert. Wir bekommen das Geld also zurück. Im nächsten Jahr ist die, also platt gesagt, wir bekommen 1,487 Millionen zurück. Und im nächsten Jahr beläuft sich nach Stand jetzt ungefähr die Erhöhung der Kreisumlage auf 1 Million. Somit ist also, wir übertragen das auch ins nächste Jahr, von den 1,5 Millionen nehmen wir schon 1 Million für nächstes Jahr. Dann wären knapp 500.000, die wir in unseren Haushalt verwenden können. Aber wir haben vor uns schon mal gehört, dass wir für die Starkregenereignisse wahrscheinlich kein Geld bekommen, dass wir bei vielen Straßen und anderen Themen eher schneller machen könnten als langsamer. Also das Geld wird in den Kommunen gebraucht. Nina Müller fragt, ob man im Schlosspark oder auf anderen öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Altenburg grillen darf oder ob das verboten ist. Meiner Meinung nach darf man im Schlosspark nicht grillen. Ja. Und auch in vielen anderen Parkanlagen nicht. Und dort, wo es erlaubt ist, müsste es separat kenntlich sein. Der Herr Henry Essmann fragte jetzt nochmal, im Einwohnermeldeamt hieß es mal, dass da direkt dort vor Ort Fotos gemacht werden kann, aber dass es bis jetzt nicht gilt. Man fragt jetzt, wann das nur umsetzbar ist. Meines Wissens soll das gar nicht in Altenburg gemacht werden, sondern nur über die Fotografen gehen. Aber das, also das wäre da eine gesetzliche Geschichte. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht den Läden, die Passfotos machen, dort das Geschäft wegziehen. Bei uns im Einwohnermeldeamt die Fotos machen. Der Gesetzgeber bundesweit plant oder überlegt, ob die Einwohnermeldeämter vor Ort Technik bekommen und das Foto gleich selber schießen. Und wenn es angeordnet wird und ein Gesetz wird, dann wäre das so, dann können wir uns da auch nicht wehren. Aber wir selber würden selbst freiwillig keine Aktivität in der Richtung unternehmen. Florian Kurmann fragt, ob es schon was ergeben hat, dass mehr Firmen in Nord wo zum Beispiel Eto voriges Jahr gebaut hat, sich ansiedeln wollen. Also ob's. Naja, wir haben ja, also die Grundstücke sind ja fast weg. Wir haben Eto, wir haben auf dem Grundstück daneben ist ein ganz konkreter, das kann man nur halt immer noch nicht sagen, aber wir sind in Gesprächen und in Verhandlungen, die Gewerbegebiete voll zu bekommen. Daher ja auch der Weg des Industrieparkes, den wir Richtung Schaschelwitzer Kreuz hier neben Urbi auf der anderen Seite der Straße nach Leipzig
Das kostet 30 Millionen Euro, die Erschließung dieses Industrieparkes. Das kann eine Stadt nicht alleine. Deswegen sollen die Braunkohlemillionen dafür Verwendung finden und verwendet werden und ein Projekt des Landkreises sein, weil dieser Park wird auf, vom Arbeitsstellen her, von all den Themen, dass die Jugend hier bleiben kann, dass es ganz andere Möglichkeiten gibt, auch als Student hier zu bleiben. Und da geht es nicht nur um Altenburg, da geht es um den ganzen Landkreis. Wir sind in einem Wirtschaftsranking-Fokus von 400 Kreisen in Deutschland auf Platz 348. Und ich erwarte mir von so einem Industriepark, dass das Altenburger Land hier einen Sprung nach vorn macht. Und wie gesagt, 30 Millionen in der Erschließung geht nur über Braunkohle. Ja. Und die Eigenmittel dazu hat eine Kommune wie unsere auch nicht. Also hier ist dann halt der ganze Kreis gefragt. Aber auch da wird verhandelt, diese Eigenmittel noch runter zu bekommen. Und ja, aber mit den vorhandenen Gewerbegebietsflächen wird es irgendwann sogar dann schon eng. Ja. Marcel, wie lange haben wir jetzt schon? Das ist doch... Ja, wir sind jetzt... Ich habe jetzt auch noch, glaube ich, noch zwei Fragen, weil es sind jetzt auch welche dabei, wo schon, also wo ein Standort Papierkorb genannt, genau. Und auch was mit Hundewiesen ist. Aber ich habe jetzt noch eine Frage, einmal die Frage, ob der Kreisverkehr Kaundorfer Allee, wann der geplant ist, ob da was losgeht. Nochmal, wer? Der Kreisverkehr an der Kauendorfer Allee. Der wird ja eher das Abschlussprojekt von der ganzen Bahnsanierung mit den Brücken. Also vor 2025 wird das nicht passieren. Genau. Und daran schließt sich auch die Frage von Steffen Retzer an. Er fragt, wann die beiden Brücken gemacht werden. Also auch Leipziger Straße und Kauendorfer Allee. Genau. Ansonsten... Ja, ist eine Frage, ob die Hundesteuer in 2022 steigen wird. Wir haben ja einen Doppelhaushalt und dieser Doppelhaushalt 21-22 ist beschlossen und in dem ist für 22 kein Steigen der Hundesteuer vorgesehen. Genau. So. Ansonsten wäre ich jetzt durch. Hat sich noch jemand für den tollen Skaterplatz bedankt? Dort machen wir aber weiter. Also das wird wirklich mit Mountainbikeplatz und anderen Dingen, zwei Geräte kommen für die Skater jetzt auch noch neu dazu, wahrscheinlich jetzt im Oktober vielleicht noch, spätestens November. Also in dem Gebiet machen wir weiter. Es war für mich eine enorm spannende Fragestunde. Wir haben gemerkt, vielleicht ist doch nicht 8 Wochen zu warten in so einer Sommerpause oder sogar noch länger, sondern eher vielleicht sogar alle 3-4 Wochen wirklich die digitale Sprechstunde durchzuziehen, weil die Fragen waren eine ganze Menge. Was mich auch freut, aber was auch immer zeigt, wie viel Klärungsbedarf besteht und was wir noch alles zu tun haben. Und von daher ganz vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Man kann sich das nochmal anschauen, wenn man jetzt Fragen nicht beantwortet bekommen hat, dann wurden sie wahrscheinlich schon am Anfang beantwortet. Und somit bedanke ich mich für alle, die mitgemacht haben, wünsche eine schöne Herbstzeit. Auch da kann es ja warme Tage und schöne Tage geben. Und Marcel, wann hören wir uns wieder digital? Genau, digital am 29. November und analog, wer das möchte, am 22. Sehr schön. Analog, weil bei mir, man traut sich nicht immer alles öffentlich zu schreiben. Also wer eine Frage hat, kann auch direkt ins Rathaus kommen. Das wäre dann an dem 22. Genau, 17:30. 17:30 Uhr. Und wenn es eine komplexe Frage ist, uns bitte vorwarnen, dass wir vielleicht schon eine Antwort haben. Jetzt einen schönen Abend. Marcel, auch dir vielen Dank und bis bald. Tschüss.